Yo, yo, yo. So, ich komme von da draußen rein. Ich meine, das ist doch mal nicht cool. Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es hier um diese schöne Maschine, die ich vor 3 Jahren, glaube ich, war das, selbst gebaut habe. Wie du am Titel sicher auch schon feststellen konntest, geht es darum, wie ich heute mal so ein bisschen erkläre, warum ich meinen selbstgebauten Trommelschleifer verkaufen werde. Und das hat ein paar Gründe, die werde ich dir heute im Video mal so ein bisschen erklären. Auch werde ich dir einfach mal die komplette Maschine noch mal ein bisschen zeigen. Ich werde dir Eigenheiten zeigen, was richtig genial an der Maschine war, was vielleicht nicht so gut an der Maschine war. Und ich werde dir einfach mal so einen Rundumblick geben und dir so ein Resümee über die letzten 3 Jahre von dieser Maschine geben, ob die vielleicht auch was für dich wäre. Vorab, ich verkaufe die Maschine über eine eBay-Kleinanzeigen-Anzeige. Relativ unspektakulär, wenn er die unten in der Videobeschreibung nicht mehr findet, ist auch nicht mehr da. Und jo, jetzt räumen wir sie erstmal frei, oder? Aber ich denke mal, so wie die Maschine in der Werkstatt steht, da kann man immer schon schnell sehen, wie sie benutzt wurde. Ihr seht, da stehen Motorsägen drauf und das hier sind Drechselspäne. Wann habe ich das letzte Mal Linde gedrechselt? Das war schon lange, lange her. Hier unten habe ich auch ein echtes Sammelsurium. Hier habe ich schon ein paar Abwehrschieber. Ich baue die mal ein bisschen auf Vorrat. Dann habe ich hier sogar noch eine Planscheibe, die hat der Besitzer mir fälschlicherweise mitgegeben, als ich die alte Drechselbank übernommen habe. Ja, da ist noch richtig gutes Zeug drin. Ein Beil, noch ein Beil. Alter, das ist auch schon so lange her. Hier haben wir Ammoniak, brutal ätzendes Zeug, ekelhaft. Oh, nicht in der Werkstatt offenbar. Ich bin auch ein Vollidiot. Wisst ihr, ich hatte mal einen Kollegen. Dann habe ich gesagt, ey, ich habe mir richtig strammes Zeug geholt, Ammoniak. Und er hat gesagt, ja, lass mal schnüffeln. Ich so, Alter, das ist echt ätzendes Zeug. Also nicht ätzend, sondern ekelhaftes, so, das meine ich. Da hat er direkt unter dem Glas geschnüffelt und ist da beinahe kaputt gegangen. Also, nicht so kaputt gegangen, aber er fand es nicht so schön. So, die Maschine ist jetzt schon ein bisschen freigeräumt worden. Und als erstes müsst ihr mal sehen, das ist eine riesige Maschine und meine Werkstatt ist eigentlich dazu nicht so groß. Ist sie gesperrt? Aber die hat sich immer ganz gut rollen gelassen. Das muss man echt dazu sagen. Die kriegt halt nur Scheißrekorde, alles voll. Alter, sieht das doch hinten dran aus. Als erstes, so sieht der Trommelschleifer aus. Und ich habe eine Zeit lang ohne Absaugen geschliffen, da setzt sich schon alles voll. Und hier, oieiei. Das ist einiges an Zeug. Hier oben haben wir die Abdeckung für die Schleiftrommel und wenn ihr sowas nachbaut, macht es auch auf jeden Fall flach. Denn wenn ihr etwas schleift, könnt ihr es durchschieben und könnt es zur Not von der anderen Seite wieder hier oben drauf legen. Das hat immer ganz gut funktioniert. Die kann man dann ganz einfach abheben. Und hier seht ihr auch schon die Schleiftrommel. In größeren Schreinereien gibt es so etwas, gibt es Maschinen, die heißen Breitbandschleifer. Das ist das hier nicht. Das hat nämlich kein Band, das hat hier einfach eine Trommel. Deswegen heißt das hier Trommelschleifer. Manche nennen das auch Spindelschleifer, das stimmt aber nicht, denn Spindelschleifer ist das da hinten in der Ecke. Warum habe ich hier diese Trommel so groß gemacht? Das ist eigentlich relativ einfach. Je größer die Trommel ist, desto mehr Schleifpapier befindet sich auf einer Umdrehung. Und desto seltener müsst ihr dieses Schleifpapier auswechseln. Das habe ich auch bei dieser Maschine hier eigentlich nie gemacht. Das hier sind immer noch die ersten Bänder und die haben auch noch immer gut Profil. Wenn ich sie jetzt noch öfters benutzen würde, würde ich hier aber trotzdem mal neues Papier drauf machen. Aber das hier kann man auf jeden Fall noch benutzen. Definitiv. Es gibt ein eigenes Bauvideo zu dieser Maschine. Das verlinke ich dir mal in der Videobeschreibung. Das ist zweiteilig. Den ersten Teil findest du oben rechts im Eck. Die Schleiftrommel besteht aus einer Holzrolle aus MDF. Die habe ich wie so ein Dönerspieß aufgeleimt. Und hier drunter befindet sich einfach Klett. Selbstklebendes Klett. Das habe ich an den Enden nochmal verstärkt. Wir sehen hier Stehlager. Die haben auch einen Abschmiernippel. Also das hat richtig Hand und Fuß. Und hier sehen wir eine richtig starke Welle, die die ganze Trommel hält. Die Stehlager habe ich hier in das Gehäuse eingelassen. Und das habe ich hier nochmal verstärkt. Dafür sind hier diese ganzen massiven Schrauben. Hierauf steht das Stehlager. Das ist wirklich super stabil. Ihr könnt hier mit knapp 60 cm... Waren es 60 cm? Ja, ihr könnt hier 60 cm mit schleifen. War nie so krass bei mir, aber ich wollte mal die Möglichkeit offen halten. Ich habe da schon einen halben Meter mal durchgeschoben. Den Tisch konntet ihr einfach hier in der Höhe verstellen mit diesem einfachen Rad. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Was nicht so gut funktioniert hat, war erst links schleifen, dann rechts schleifen, um das Schleifband gleichmäßig abzunutzen.
braucht ihr auch eigentlich nicht bei so einer großen Schleiftrommel. Wird die Trommel auch nicht so heiß, deswegen war das auch nie so ein Problem. Ich habe das Holz immer in der Mitte durchgeschoben. Da hatte das Ganze dann auch keinen Flex. Von daher war das auch überhaupt kein Problem. Und hier die Höhenverstellung ist auch, wie gesagt, relativ simpel über einen Gewindestab. Das ist hier vorne montiert. Man kann hier diesen Tisch in der Höhe noch weiter variieren. Wenn hier nämlich diese Trommel zu weit nach unten geht, dann stößt ihr immer hier auf dieses Handrad ein. Das konnte man in der Höhe dann auch noch verstellen. Also konnte man dort das Ganze bis hier unten auf diese Auflage bringen. Könnte man aber noch weiter variieren, indem man das Teil hier abschraubt. Wie schon gesagt, das hier ist ein Klettband. Und ihr seht, ich habe das irgendwann nie mehr so super aufgerollt. Braucht ihr auch nicht. Dadurch, dass das schräg ist, macht das überhaupt nichts. Reißt dann auch nicht aus. Ihr seht es ja hier in der Mitte. Da ist viel, viel Band drauf. Ich schätze mal, dass das hier knapp 3 Meter waren. Das könnt ihr mal ganz einfach abrollen. Und auch ganz einfach wieder draufrollen. Die Maschine habe ich im Prinzip, oder das Gestell habe ich am Schluss eigentlich nur noch für diese Schubladen hier benutzt, weil die liebe ich absolut. Die werde ich auch vermissen mit dieser Schublade. Hier diese ganzen Container werde ich aber behalten, weil dort meine ganzen Schrauben und so weiter und so fort drin sind. Da habe ich immer so diese spezielleren Schrauben reingebracht, gerade wenn ich mal ausgefallenes Möbelstück bauen will. Hätte ich hier zum Beispiel Messingnägel oder Kupferbolzen. Und allerlei Zeug. Das hier, also ich habe hier ein Zeug drin. Da erschrecke ich mich mal selbst. Die laufen auf Vollauszügen und wie gesagt, da habt ihr richtig viel Platz. Und da oben die Schublade, die ist auch dementsprechend schwer. Ihr seht meinen halben Kopf, aber das ist egal. Ihr seht, dass ich hier normale Feststellrollen dran gemacht habe. Und manche fragen mich das, weil ich habe das bei allen Maschinen so gemacht. Ich stelle nur, also ich verbaue nur Feststellrollen, denn je nachdem, was das für eine Maschine ist, das hier ist nämlich so eine Maschine, müsst ihr da stark dagegen drücken. Oder es ist doch nur gut, wenn ihr dann 4 Rollen habt, die ihr feststellen könnt, als nur 2. Deswegen, die kosten auch, glaube ich, nicht immer wirklich viel mehr, wenn überhaupt. Und so habt ihr immer noch die Möglichkeit, dass ihr, wenn ihr es braucht, 4 Rollen feststellen könnt. Dann ist also im Prinzip wirklich wie eine stationäre Maschine. Und wenn hier diese 2 Rollen schon festgestellt waren, da habt ihr die Maschine gar nicht mehr weggedrückt. Und da habt ihr wirklich fest dagegen gedrückt. Hier seht ihr noch einmal das Gestell. Und da war ich auch echt super stolz auf mich, als ich das erste Mal gebaut habe. Denn da haben wir schon eine Schlitz- und Zapfenverbindung. Super stabil. Also das Ding ist wirklich komplett massiv. Wir haben hier eh 22 mm Siebdruckplatten. Die kommen normal in LKW-Boden. Und man bräuchte es nicht so massiv nachzubauen. Das Zeug hier ist auch dementsprechend teuer, aber ich habe das da irgendwann mal relativ gut bekommen. Und deswegen habe ich es halt auch benutzt. Und wie gesagt, absolut stabil das Teil. Ist halt auch dementsprechend schwer, aber das ist auch dementsprechend gut, ne? Hier sehen wir den Drehpunkt von dem Tisch. Da seht ihr, dass das Ganze hier drin einfach gelagert ist im Prinzip. Das ist auch dementsprechend massiv, denn das hier ist eine 25 mm Stahlwelle. Das ist also eine voll Materialwelle, das bedeutet, da gibt überhaupt nichts nach. Jetzt werde ich euch noch hier die Riemenabdeckung zeigen, wie es da drunter aussieht. Und das ist so eine Eigenheit an der Maschine. Ich habe da nie einen Schalter verbaut. Ich habe den Stecker immer reingemacht. Wie war das? Das Provisorium hält meistens am längsten. Warum habe ich das gemacht? Leute, das war zu einer Zeit, da war ich noch ein bisschen jünger. Und da wollte ich nichts mit Elektronik machen. Ist auch mehr als sinnvoll, würde ich jedem empfehlen. Und mein Vater, der hat eh nie so viel Zeit, weil er auf Arbeit ist. Deswegen hat sich das irgendwann so im Winde verweht und wir haben da keinen Schalter dran gemacht. Ich habe mich irgendwann dran gewöhnt, aber nur, dass ihr mal wisst, bei mir geht auch nicht alles glatt. So, was habe ich denn da für Schrauben benutzt? Hier sehen wir die obere Riemenscheibe. Das hat auch ziemlich gut funktioniert. Die ist hier mit 4 massiven Schrauben. Ist sie in hier so einem Aufnahmestück, das war bei der Welle dabei, montiert. Das hier ist auch Siebdruck. Und der Riemen, der war auch immer ziemlich gut gespannt, beziehungsweise der Motor spannt den durch sein Eigengewicht. Wenn der manchmal durchgerutscht ist, wenn ihr echt extrem mitgeschliffen habt, habe ich da mal Riemenspray drauf gemacht, dann hat da nichts mehr dann ist da nichts mehr durchgerutscht. Wir haben hier unten ein relativ kleines Antriebsrad. Wie gesagt, hat alles einfach richtig gut funktioniert. Ihr seht auch, dass ich die Maschine gut genutzt habe. Jetzt beantworte ich aber mal vielleicht die Frage, warum ich mir die Maschinen damals gebaut habe. Zu der Zeit, als ich die Maschine gebaut habe, habe ich sehr viel mit
Schneidebrettern rumhantiert. Das bedeutet, ich habe Fichtenschneidebretter gebaut und habe die damals verkauft, um mir so ein bisschen das Taschengeld oder generell das Geld aufzubessern. Ich habe die Schneidebretter vorher gehobelt und habe sie anschließend mit dem Trommelschleifer mit 60er Korn, ich glaube, zweimal geschliffen auf beiden Seiten und dann war die Oberfläche schon richtig gut. Dann noch einmal mit 180 und dann war das schon fertig geschliffen. Also wenn ihr speziell Stirnholzschneidebretter bauen möchtet, ist eigentlich diese Maschine hier ein absolutes Muss. Außerdem, das seht ihr gerade nicht so, hatte ich damals hier diese schöne Hobelmaschine noch nicht. Die hier hat einen Durchlass von ca. 30 cm und meine alte Hobelmaschine hatte 22 cm. Das bedeutet, mit dieser hier kann ich ziemlich breite Sachen hobeln, mit der alten nicht. Wo kommt jetzt der Trommelschleifer ins Spiel? Wenn ihr wirklich ernsthaft anfangen möchtet, so, also hobbymäßig ernsthaft meine ich natürlich, mit Massivholz zu arbeiten, dann müsst ihr das halt immer auf ein gleiches Maß bekommen. Und das dauert immer relativ lang, wenn ihr das mit einem Bandschleifer schleifen möchtet. Habe ich mich alles damals ausprobiert und es ging mir voll auf die Nerven. Wenn ihr eine Hobelmaschine habt, wie zum Beispiel meine alte, die hat ca. 20 cm Durchlass gehabt, dann könnt ihr zum Beispiel viele Brettchen, wo die 11 cm breit sind, drei Stück zum Beispiel hobeln und habt dann am Schluss ein Brett von 33 cm. Und das könnt ihr den Trommelschleifer auf ein Maß schleifen. Es ist im Prinzip in dem Fall wie eine dicken Hobelmaschine mit einem extrem breiten Durchlass, die ihr auch in eure Werkstatt reinbekommt. Und dann packt ihr hier 60er oder 40er Korn drauf und schleift einfach mal mit einem Gang alle Bretter bündig auf ein gleiches Maß. Dadurch könnt ihr es fein schleifen und seid fertig mit dem Brett. Deswegen habe ich mir die Maschine hier auch gebaut, denn das funktioniert richtig gut. Seht ihr aber gleich noch. Ich werde die Maschine euch jetzt mal zeigen, wie sie aussieht, wenn man sie benutzt. Und das war auch immer so ein bisschen Dorn in meinem Auge, denn in meiner Werkstatt stehen alle Maschinen so, dass ich sie direkt benutzen kann. Und hier diesen Trommelschleifer, den konnte ich indirekt benutzen, denn ich musste immer eine Absauganleitung legen, was ich dann auch meistens nicht immer gemacht habe. Hätte man nachrüsten können, aber dafür habe ich die Maschine wiederum nicht oft genug benutzt. Deswegen seht ihr, das war so ein kleiner Teufelskreis. Aber grundsätzlich kann man sagen, ich habe die Maschine einfach nicht mehr so oft benutzt, weil ich so ein bisschen gebraucht habe. Hoppa. So, ich werde jetzt einfach mal den Härtetest machen und hier ein Stück sägeraues Brett, das ist Eschehobel, also auch ein relativ hartes Holz. Wie stellt man die Maschine ein? Ganz einfach, dass sie hochkurbeln, das war zu viel, hochkurbeln, bis man das Schleifpapier berührt. Wie gesagt, das ist 60er Korn und jetzt schleifen wir das einmal mit einem Gang und dann seht ihr, wie die Oberfläche direkt aussieht. Noch mal schleifen, weil das hier war jetzt noch zu wenig. Ihr seht, hier ist die Oberfläche schon direkt glatt, aber ich schleife es mal noch mal. Ihr seht, das hier war jetzt wirklich nicht viel Arbeit und das Brett ist schon richtig schön glatt geschliffen. Es ist halt jetzt nicht plan, deswegen haben wir hier mehr geschliffen als dort. Aber ihr könnt, glaube ich, schon erkennen, wohin hier die Reise geht, wenn ihr diese Maschine hier benutzt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch ein Brett reingeleimt habt, habt ihr hier diese Leimfuge sehr schnell weggeschliffen. Wirklich rasend schnell. Jetzt kommen wir zu dem Unfall, den ich mal mit dieser Maschine hier hatte. Das war auch echt eklig. Da hatte ich echt Angst gehabt, dass ich impotent werde. Das ist kein Scherz. Da habe ich Schneidebretter hergestellt. Schneidebrett war ungefähr 40 auf 60, also richtig massiv und so dick. Ich habe das Ganze geschliffen und habe das halt grob runtergeschliffen, habe es hier durchgeschoben und dann hat sich ein Stück von dem Stirnholzschneidebrett hinten gelöst, es ist abgebrochen, hat sich hier verkeilt und dann ist das Teil halt hier vorne mit gefühlt Mach 3 rausgeflogen und ihr seht halt, auf welcher Höhe man hier schleift, ne? Ich kann euch nur sagen, es war wirklich schmerzhaft, das hat echt wehgetan, das war mit am schlimmsten, das was mir hier drin bis jetzt passiert ist. Ich wusste gar nicht, dass so ein Preller, dass das so lila werden kann. An der Stelle, wo das echt nicht schön war, Alter, das hat so wehgetan. Scheiße, ey. Aber ist nur einmal passiert zum Glück, sowas sollte kein zweites Mal passieren. Das ist halt eine Gefahr von dem Trommelschleifer, der absolut besteht. Die Gefahr besteht absolut. Ihr habt hier halt keine Fanghaken. Ich zeige euch das mal. Wenn ihr euch zum Beispiel eine Hobelmaschine anschaut, die funktioniert im Prinzip nach demselben Prinzip, dann sehen wir hier solche Fanghaken.
und die verhindern halt eben, dass das Holz in diese Richtung wieder rausgeschleudert werden kann. Zudem haben wir hier diese Einzugsrolle, die zieht das Holz automatisch rein. Das machen wir halt manuell an dem Trommelschleifer. Das war aber auch der einzige Unfall, den ich bis jetzt damals hatte. Ist es aber auch nicht der Grund, weswegen ich die Maschine kaufe. Der Grund ist schlichtweg, dass es so viel Platz wegnimmt und ich sie einfach nicht so oft benutze. Also ich verkaufe das Teil ja und ich glaube aus dem Grund werde ich sie erstmal noch richtig sauber machen und das mache ich aber draußen im Freien. Ich benutze mittlerweile ganz gerne solche Laubgebläse, wenn ich mal die Werkstatt komplett sauber blase. Macht das von euch auch jemand so? Die gehen auch so gut an, das ist unfassbar. Ich würde sagen, ich mache gerade von hier draußen das Schlusswort. Tolle Maschine. Ich kann wirklich jedem eigentlich empfehlen, das Ding nachzubauen, der den Platz hat. Denn wenn sie steht und man kann sie direkt benutzen, benutzt man sie natürlich dann auch. Und das ist einfach toll, ein Brett durchzuschieben. Und es ist plangeschliffen. Das ist einfach total geil. Aber wie gesagt, so die zwei Hauptpunkte, wo ich sie halt immer benutzt habe, waren Stirnholzschneidebretter. Das bedeutet, wenn du Stirnholzschneidebretter selbst bauen willst und die halt verkaufen möchtest und das in der Zeit machen willst, wo man auch nicht verrückt wird, brauchst du eigentlich so einen Trommelschleifer. Wie gesagt, so der wichtigste Punkt hier, würde ich sagen, ist ein großer Motor. Der hier hat einen 2,2 kW Motor. Tut auch so ein bisschen weh, mich von dem zu trennen, weil der einfach richtig gut war. Da fliegt auch keine Sicherung raus. Das ist für die Leute, die das Ding kaufen wollen, interessant. Wenn ihr das Ding bei euch in die Werkstatt steckt, fliegt da kein FI raus. Das ist bei der alten Bandsäge nämlich so. Und ihr habt ja einfach eine super zuverlässige Maschine. Wie gesagt, die Leute, wo sich das Ding mal anschauen wollen, ich habe euch unten eine Anzeige in die Beschreibung gepackt. Das tut immer ein bisschen weh, sich von so einer Maschine abtrennen zu müssen. Das soll es für das heutige Video gewesen sein. Am Donnerstag kommt der letzte Teil vom Stock Race. Damit muss ich diese Woche noch anfangen bei schnuckligen 40 Grad. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Schön, dass du dir das Video bis hierhin angeschaut hast. Kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du die Maschine hier schon kennst. Weil ich war im deutschsprachigen Raum einer von, also ich bin eigentlich der Erste gewesen, der hier so eine Maschine gebaut hat. Ich habe die auf wirklich gar keinem anderen Kanal gefunden. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Und du kannst mir mal gerne deine Frage in die Kommentare schreiben. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, freue mich auf deinen Kommentar und sage bis zum nächsten Video. Ciao.